Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Heute machen wir einen richtig dicken Topf griechisches Metaxa-Schmorfleisch. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann gerne nach dem Intro. Ja, griechisches Metaxa-Schmorfleisch. Schmorfleisch haben wir hier ein super Stück Entrecote, ist ziemlich genau ein Kilo. Griechisch haben wir hier Metaxa, ne? Den brauchen wir dafür. Ja, dann kommen da rein grüne Paprika, also Spitzpaprika, rote Spitzpaprika. Dann diese leckeren grünen, ich glaube das sind Peperoni, ja, die heißen Peperoni. Die sind noch ein bisschen schärfer. Dann brauchen wir noch Tomate, Paprikamark, Tomatenmark, Zwiebeln, rot und weiße. Dann haben wir hier, also immer wenn wir so einen schönen großen Busch Petersilie kaufen, dann haben wir unten immer so 15 cm, die schnippeln wir ab und schmeißen wir eigentlich weg. Kann man super in Suppen reinballern, so als Geschmacksträger. Wir machen das jetzt einfach nachher mit an diese schöne griechische Geschichte mit dran. Dann haben wir hier Kreteraki, Reisnudeln und würzen tun wir das Ganze mit. Das ist Oregano, Kreuzkümmel, dann ist das hier Paprikaflocken edelsüß, Lorbeerblätter und in diesem Fall Zucker. Eine Prise, weil Tomate mit dran kommt, Meersalz natürlich und hier meine Pfeffermischung, die kommt dann nachher ans Fleisch dran. Ja, jetzt wollen wir hier die ganze Geschichte ein bisschen umschneiden, das Fleisch in schöne, ich sag mal, größere Teile. Wir halbieren das und dann normal der Länge nach halbieren und machen da ja, so Zentimeter dicke Scheiben von, braten das Zeug richtig scharf an. Dann wird das Ganze nachher im Tontopf geschichtet. Alles weitere dann. So, wir schneiden das leckere Stück Entrecote. Ja, dafür nehmen wir diesen schön Fetzen, hätte ich fast gesagt, und schneiden den so in drei gleich große Teile. Also diese Fettgeschichte, die muss da dran bleiben. Ich schneide die da bloß nicht raus. Die Sehnen, die oben drauf waren, die habe ich jetzt schon rausgeschnitten. So, und dann nehmen wir das und schneiden das in, ich sag mal so, ja, geht da ja so 1-2 cm schöne Stücke. Das wird dann nachher in den Topf gelegt, in den Tontopf. Guck mal hier, dieses Fett, ne, das brauchen wir. Und das wird nachher am Ende, wenn das wirklich geschmort ist oder geschmort hat, dann wird das so wie, ja, wie Gelee. Kennt ihr das, wenn so Rindfleisch so Geleeartig ist? Ich finde, das klebt dann so ein bisschen an die Zähne und das mögen wir total gerne. Also ein sehr schönes Stück Fleisch hier. Ja, und das schneiden wir jetzt erstmal in so fachgerechte Scheibchen, sage ich jetzt mal. So, das Fleisch ist geschnitten, schöne Stücke geworden und jetzt nehmen wir ein bisschen Meersalz und ballern da mal so ein richtiges Pfund drauf. Und dann wird das Ganze gleich natürlich im Dutch Oven angebraten und zwar richtig scharf. Und dann nehmen wir dann richtig gutes Öl für, also kein Olivenöl nehmen, das würde jetzt zu schnell verbrennen. So richtig so ein Pfund drauf und natürlich auch Pfeffer. Da, wie gesagt, habe ich ja hier meine kleine Pfeffermischung und ballern wir jetzt auch was von dran, ja. Aber am Ende wird ja nochmal abgeschmeckt und dann wird nochmal nachgewürzt. Aber ihr seht, das sind 5 Sorten Pfeffer. Die habe ich eigentlich immer und wir mögen die total gerne. So, ein bisschen andrücken. Dann drehen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite würzen. Und dann kommt es gleich in den Dutch Oven. So, der Dutch Oven hat jetzt Temperatur. Wir haben die mittleren 3 Burner an und jetzt haben wir in der Mitte mal so ein Pfündchen Öl rein. Und dann nehmen wir auch gleich das schöne Fleisch. Aber nicht alles auf einmal, sondern so, ne? So, dass es locker nebeneinander liegt. Aber nicht zu viel, weil sonst zieht Wasser und dann gibt es keine Farbe mehr. Ich sage jetzt mal so die Hälfte. Das sind hier gute 500 Gramm. So eins können wir noch. So, das packen wir rein. Und das braten wir jetzt richtig an. So, 2 Minuten Feuer. So sieht's aus. Dann gucken wir mal. So, ich glaube, ne, das kann man machen. Hammer. Ja, super. Fahren wir jetzt nochmal an. Von der anderen Seite auch 2 Minuten. Und dann die nächste Ritsche. So, wenn da so Stücken bei sind, die nicht so schön aussehen und so knubbelig sind, total egal. Weil, kommt nachher alles in einen Topf, wird geschmort. Und heile essen können wir sowieso nicht. So, nochmal 2 Minuten von der anderen Seite. Jetzt nehmen wir es raus. Und dafür packen wir einfach in eine Schale rein. Weil das kommt ja nachher wieder ins Töpfchen. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt noch nicht. So, Fleischstücken raus und die nächste Rutsche rein.
Und auch das kennt ihr, wenn wir denn das Fleisch jetzt gleich nochmal angebraten haben, auch die zweite Rutsche hier, das Brett und die ganzen Utensilien, die damit zu tun hatten, die machen wir dann erstmal sauber. So, einmal verteilen. Hammer. Riecht gut. So, und auch zweimal zwei Minuten. Ja, so sieht das Fleisch aus. Das stellen wir erstmal beiseite, brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt widmen wir uns mal dem Gemüse hier, beziehungsweise dem Paprika und den Peperonis. So, und die sind frisch geputzt. So, dann nehme ich jetzt die Spitzen, die würden verbrennen, die nehmen wir mal ab. Die schnippeln wir vorne vorweg. So, und dann schneiden wir diese schönen Peperoni, sage ich mal, so in mundgerechte Stücke. So 1,5 cm dürfen sie sein. Dürfen auch die Kerne mit rein. So, bis kurz vorm Ende, ne? Den Stiel da hinten, den nehmen wir weg. Den brauchen wir nicht. Hier auch genau das gleiche, wieder steht weg. So, die Knoblauchzehen schneiden wir gleich. So, und die Paprika hier, die roten, da ist ja das Gehäuse mit drin. Die schneiden wir der Länge nach vorsichtig auf. Nicht in Hand schneiden dabei, nehmen das Kerngehäuse natürlich raus. Weil da brauchen wir es nicht. Und dabei, oder bei diesen kann man es auch einfach rausnehmen. An der Seite damit. Den Deckel auch. So, dann auch einmal der Länge nach. Und dann in, ja, ähnliche Stücke wie die grünen Teile hier gerade. So, die Knoblauchzehen, die nehmen wir einfach mal so in so 1/2 cm dicke Scheiben. Die lassen wir dann auch so, die schneiden wir nicht kleiner. Die roten Zwiebeln auch einmal der Länge nach, einmal halbieren und dann auch so in Zentimeter Teile. Das wird übrigens alles zusammen gleich angeschmort oder angebraten. Zentimeter Teile, das gleiche mit den weißen Zwiebeln. Einmal der Länge nach. Zweimal der Länge nach und dann auch, ne, Zentimeterteile. So, die grünen Spitzpaprika, genau wie die roten, hinten den Deckel ab. Die restlichen Kerne dürfen mit rein. So, und die dickeren, die würde ich jetzt einmal, ja, bis zur Mitte, dann einmal der Länge nach. Und dann auch mundgerechte Stücke. Kerne bleiben wieder mit drin. Und die Spitze hinten wieder ab. So, und das machen wir jetzt mit dem ganzen Paprika. So, den Dutch Oven, den haben wir wieder heiß gemacht. Da waren ja vorhin die Fleischstücke drin. Das heißt, Röststoffe sind da jetzt genug drin. Das Gemüse ist geschnitten. Die die Petersilienstiele sind geschnitten. Die brauchen wir dann gleich auch noch. Hier haben wir noch 1,2 Liter Rinderbrühe. Das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Da könnt ihr natürlich auch Gemüsebrühe nehmen oder das, was ihr möchtet. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt erstmal das schöne Gemüse. Ja? Na, ich würde sagen, da haben wir jetzt noch so ein... Jetzt haben wir noch nicht so die Hitzeentwicklung. Das heißt, so ein Schuss Olivenöl einmal eine Runde. Die Röststoffe, wie gesagt, die sind schon drin vom Fleisch. So, und das Gemüse rösten wir jetzt ganz langsam an. Also das müssen wir jetzt nicht mit voller Power. Zischt zwar leicht, aber so. So sieht die Menge aus. Nehmen wir unser Löffelchen. So, und die lassen wir jetzt mal so ganz ruhig ein bisschen Farbe annehmen. Bindet die Röststoffe. Oh, der Knoblauch riecht man sofort, schöne Stücke dabei. Ja, und da warten wir jetzt mal so 3, 4, 5 Minuten, je nachdem. Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. So, jetzt haben wir das Gemüse hier 2 Minuten drin. Jetzt geben wir die Petersilienstängel damit drüber. So, die lassen wir jetzt auch noch mal 1, 2 Minuten mitlaufen. Und in der Zeit, wo das Gemüse anbrennt, nehmen wir das Fleisch, hauen hier unten wieder so ein Fündchen Olivenöl in das Töpfchen. So, und dann legen wir das hier schön ganz leicht übereinander, schichtet, nebeneinander, aufeinander, schön in der Runde. Wenn es geht, so wenig Luft wie möglich dazwischen, weil das Ganze wird jetzt natürlich mit Brühe aufgefüllt. Könnt ihr auch aufeinander legen, ist gar nicht schlimm. Und dann wird das Ganze erstmal ein bisschen geschmort. So sieht es jetzt aus. So, dann nehmen wir die Brühe und der lassen wir jetzt nicht einfach... Warte, wo ist die Öffnung von dem Ding? Da. So, jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Fleischsaft auf dem Teller. Den nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt kippen wir hier, ich sag mal, bis das Fleisch so weit bedeckt ist. So, und das, ja, das ist mehr so ein Kochen, das ist kein richtiges Schmoren. Deckel drauf. So, das packen wir jetzt gleich für 1,5 Stunden
indirekt bei 180, 160 Grad, würde ich sagen, 160, 165 Grad, vielleicht auch 170 auf dem Grill, anderthalb Stunden. Das Gemüse nehmen wir gleich runter. Allerdings müssen wir da vorher noch, bevor wir das Gemüse gleich nochmal andünsten, den Reis mit anbraten, aber das machen wir dann gleich zusammen. Jetzt warten wir, bis das Gemüse fertig ist. Petersilie ist ja zugegeben, oder beziehungsweise die Petersilienstange, so sieht es jetzt aus. Ihr seht, ganz leicht angeröstet. Die braune Farbe ist jetzt mehr von den Röststoffen vom Fleisch. So, und viel mehr brauchen wir auch nicht. Ich sag mal so, jetzt noch eine Minute und dann nehmen wir es runter. Kurz nochmal zu dem Fleisch. Wir hatten die Lorbeerblätter vergessen. Also da sind jetzt noch 5 Lorbeerblätter mit drin. Die müssen damit rein. So, der Grill, das Gemüse, das nehmen wir jetzt runter. Das können wir jetzt ganz gemütlich an die Seite stellen. Das kann ruhig kalt werden in der Zeit. Das wird nachher nochmal mit dem Reis angebraten. Jetzt packen wir den Topf indirekt. So, die machen wir hier in der Mitte aus. Machen die beiden äußeren Brenner an. So. Jetzt haben wir jetzt, ja, passt 200 Grad, das heißt, es geht jetzt ein bisschen runter auf 165, 170 Grad und dann anderthalb Stunden Dampf und dann gucken wir wieder. 90 Minuten haben wir jetzt unser Tontöpfchen hier auf dem Grill indirekt bei den äußeren Brenner, haben wir ja gesagt. So sieht's aus. Leute, das ist eine Rinderkraftbrühe, die sich lohnt mit den Lorbeerblättern, die lassen wir auch jetzt drin. Können wir allerdings jetzt erstmal runternehmen, weil wir packen jetzt erst wieder das Gemüse drauf und dann seht ihr weiter. So, das Tontöpfchen mit dem Fleisch ist runter. Das Gemüse ist wieder drauf. Und dann haben wir ja gesagt, das hat ja nur so ein bisschen Olivenöl. Und jetzt geben wir die Menge Reisnudeln, so wie sie jetzt hier sind, geben wir die da dran. Und dann brutzeln wir die so ein bisschen mit an. Das heißt, die kriegen jetzt so ein bisschen was von dem Öl ab, von dem Fett. Die werden so ein bisschen, ja, ich sag mal, ummantelt. Und kleben deswegen nachher nicht aneinander. So, und die lassen wir jetzt so ein, zwei Minuten hier mal mit brutzeln. Und in der Zeit schnippeln wir Tomaten. So, wir schnippeln jetzt die Tomaten. Gewohnt von mir seid ihr einmal in der Mitte durch. Dann das Kerngehäuse rausschneiden aus beiden Stücken oder beiden Hälften. So, dann stelle ich so hochkant hin, mache da so 4 Scheiben von und dann diese Stücken so Zentimeter mal Zentimeter. Und das machen wir jetzt natürlich mit allen Tomaten, aber letzte Woche oder vorletzte Woche hat jemand unter die Kommentare geschrieben, beziehungsweise unter dem Video, warum schneidest du nicht einmal rechts und einmal links vom Strunk, was natürlich auch geht, einmal so raus, ja, kann man genauso machen, geht, ja, danke für den Tipp, sieht dann letztendlich genauso aus, Arbeitsgang weniger, das lohnt sich dann, wenn man wirklich die Menge hat, ja, dann macht das sicherlich noch ein bisschen Zeit oder holt man Zeit mit rein, aber wie gesagt, so. Wir haben jetzt hier 3 Tomaten, rechts, links dran runter, Kerngehäuse raus. So, und dann kann man die schon klein schnibbeln. So, und die Tomaten, die zergehen gleich sowieso, da bleibt nicht viel von, deswegen können die auch gleich genauso in dieser Stückform da rein. So, das zu den Tomaten. So, der Reis mit dem Gemüse. Der hatte jetzt so eine gute Minute. So, jetzt geben wir da mal so eine Prise Salz noch drüber. Nicht viel, weil die Brühe, die ist ja auch Reisnudeln, ja, Nudeln, Reis, Reisnudeln, egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann geben wir da unsere Gewürze dran. Rezeptur wie gewohnt, unter dem Video. Und natürlich auch Tomatenmark und Paprikamark. So. Jetzt rühren wir alles nochmal durch. Können die Hitze hier schon so ein bisschen ausmachen, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil, nö, werdet ihr gleich sehen. Also jetzt erstmal richtig rühren, dass sich der Tomatenmark und das Paprikamark schön verteilt. Ihr seht das schon, funktioniert super. Ist jetzt relativ trocken, soll auch so sein, hat jetzt das ganze Öl gebunden, die Röststoffe aus dem Topf. Und wenn wir jetzt noch eine Minute gerührt haben, dann geht es gleich auf der anderen Seite weiter. Allerdings geben wir jetzt kurz vorher natürlich die geschnittenen Tomaten dazu. Und alles andere macht sonst keinen Sinn. Und was dann gar nicht fehlen darf, denn das ist ja Metaxa, ne? Style so ein bisschen. Nur einmal mit dem Metaxa ablöschen. So, den werde ich jetzt nicht anstecken, der würde brennen, ja, aber
Der Alkohol, der verdunstet. Ihr könnt natürlich an dieser Stelle wie gewohnt auch Apfelsaft nehmen. Macht sicherlich genauso viel Sinn, geschmacklich. Ja, es wird ein kleiner Unterschied da sein. Metaxa-Soße bzw. Metaxa muss noch ein bisschen süßlich sein. So, jetzt hat sich das Tomatenmark noch besser verteilt. Den Metaxa kann man riechen. So, alles aus. Und jetzt warten wir eine Minute, dass wir einen Topf anpacken können. Ne, können wir so auch schon. Gucken wir das sogar noch an. Und ja, geht gleich auf der anderen Seite dann weiter. So, das Fleisch im Tontopf in einer mega Brühe. Deckel runter, ihr seht, dampft, ist heiß. Lassen wir genauso wie es ist. Boah, man riecht den Lorbeer. So, jetzt nehmen wir hier eine schöne Schaufel, fahren hier so ein bisschen näher ran. Und jetzt nehmen wir diesen rohen Reis, ist ja noch roh, ne? So, und den schichten wir hier jetzt einfach so, wie er kommt, auf das Fleisch. Wenn es geht, nichts vorbeischmeißen, wäre zu schade. Ihr seht die Tomatenstücke, die Paprikastücke, die Petersilie. Ich sage jetzt nicht den Reis, sondern die Reisnudeln. Meine Kamerafrau hier, da guckt schon ganz böse, wenn ich sage Reis. Aber sie hat recht, es sind ja auch Reisnudeln. Eigentlich heißen die Kriteraki. Ja, passt natürlich zu dem griechischen Essen hervorragend. Also geruchtechnisch, jetzt riecht man Kreuzkümmel und Knoblauch, würde ich sagen. Paprika auf jeden Fall. Lorbeer. Knoblauch, ja, hatte ich schon gesagt. So, und das Ganze sieht ja auch noch lecker aus. Ne? So, auf jeden Fall kratzen wir jetzt erstmal alles, was hier im Topf ist, aus. Und das kommt dann hier oben drauf. So, und dann drücken wir das so ein bisschen, jetzt nicht runter, aber so, dass es so eine Oberfläche hat. Hier kommt jetzt auch noch so eine Wespe, die brauchen wir jetzt hier gar nicht. Die scheuchen wir erstmal raus. So, Wespe raus, Wespe ist weg. So. Ihr seht, wenn man so leicht drückt, die Brühe, die kommt hoch. So, jetzt brauchen wir natürlich für den Reis bzw. für die Reisnudeln. Zack. Noch ein bisschen Brühe. So, und da haben wir hier nochmal Brühe nachgelegt. Das ist jetzt nochmal ein Liter. Also, vorhin haben wir genau 0,7 Liter gebraucht für das Fleisch. Dann haben wir ja hier so einen Schuss Metaxa dran. So, und jetzt machen wir Brühe, ich sag mal so einen Zentimeter über den Reisnudeln. So, und genau so, ja, können wir noch so ein bisschen gleich dran kippen. Und das riecht echt gut, möchte ich mal sagen. So, ne, halber Zentimeter, Zentimeter. Ich würde den Topf so ein bisschen gleich beobachten. So, dann machen wir natürlich den Deckel sofort wieder drauf. Und jetzt noch mal für gute 30, 35 Minuten indirekt auf dem Grill, wieder bei 160, 170 Grad. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. So, nach insgesamt 45 Minuten auf dem Grill bei 165, 170 Grad, der hat 15 Minuten ungefähr gebraucht, bis er geköchelt hat, sieht das Ganze jetzt so aus. Und dann wollen wir mal gucken. Also es, ne, ihr seht das, es köchelt so ein bisschen, Knoblauch, oh, mega. Ja, Deckel schnell wieder drauf. Anderen Handschuh anziehen, rüber auf die andere Seite und zusammen verkosten. So, der griechische Schmortopf, der griechische Metaxa-Schmortopf oder auch griechische Kretaraki-Metaxa-Schmortopf sieht so aus. Also, ich sag mal so, oberflächentechnisch schon mal perfekt. Jetzt wollen wir probieren. Heißt, wir fangen jetzt mal an und nehmen hier so ein bisschen den Reis. Ne, ihr seht, da unten ist auch so ein bisschen Brühe. Und Reis. Ich kriege hier gerade wieder, mir tritt mir jemand auf die Füße und sagt, das ist kein Reis, das sind Reisnudeln. Ja, die griechischen Reisnudeln, die Kriteraki. Also die sehen schon mal sehr genial aus. So, und jetzt nehmen wir von unten noch ein Stückchen Fleisch mit hoch. Das ist dann dieses hier, ne? So, das stelle ich jetzt mal ganz frech hier hin. Nehme hier ein Messer und dann schaue ich mal, das Gemüse ist noch ganz, so wie das Fleisch geworden ist. Guck mal. Wo draußen fängt es gerade an zu regnen. Ist kalt draußen. Finde ich gut, weil das Essen hier ist ziemlich warm. Ja, also sehr genial. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze dann noch schmeckt. Also nehme ich hier so ein bisschen und pustet einmal rüber. Also da gibt es gleich noch Folgendes zu. Kennt ihr diesen türkisch-griechischen, schlag mich her, wo kommt der her, schlag mich tot. Kennt ihr diesen griechisch-türkischen, nein, kennt ihr diesen türkischen Tomatensalat, gibt es auch in Griechenland.
Tomate, Petersilie, rote Zwiebeln, Zitrone, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Bisschen durchrühren, dazu essen mit Feta-Käse. Mega. Hammer lecker. Ja, ich probiere jetzt und sage mal auf euch. Nehme hier erst nur so ein Stück Fleisch. Ne? Auf euch. Sehr saftig. Von der Würze her. Ja, leicht Tomate, würde ich sagen. Jetzt mal mit den Nudeln zusammen. Also, leicht süß, ganz leicht tomatig-paprikalastig. Kreuzkümmel kommt, ja, merkt man. Oregano könnte drin sein. Also ist drin, ja, aber schmeckt man jetzt nicht super. Oder super doll. Diese Petersilienstiele hier, ne? Also, echt nicht schlecht. Kann man machen. Aber das Coole ist das Gemüse. Der Knoblauch, boah, der knallt hier natürlich. Wenn man denn mal so ein Stück kriegt. Da ist eins. So auf den Tisch stellen. Alle sind glücklich. Ich drehe mal gerade das Fenster hier so ein bisschen zu. Regnet nämlich gerade. Und macht das bitte nach. Ich würde jetzt vielleicht noch so einen Ticken schärfer und noch ein bisschen mehr Salz vielleicht. Aber kann man ja nachsalzen, ist es nicht ultra schlimm. Also gefällt mir super. Ja, und wenn euch das Video gefällt oder gefallen hat, gerne, wie immer an dieser Stelle, wohlwollende Kommentar. Abo wäre super. Daumen nach oben. Glocke aktivieren, denn Griechenland lohnt sich. Ja, und bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino. Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Ich werde es weiter essen. Und dann gibt es ja gleich den Topf oben mit Salat und Feta-Käse. Bis dann. Ja, cool.